So, da kommt es also, das letzte Video für dieses Jahr. Wenn ihr das Video seht, werde ich wahrscheinlich schon irgendwo am Feiern sein, aber natürlich ein bisschen vorproduziert, aber das Ganze muss halt sein. So, wie ihr bestimmt am Titel schon gesehen habt, ich wollte einfach mal Danke sagen. Für was wollte ich eigentlich Danke sagen? Ganz einfach, ich habe am 27., lass mich lügen, 27. Juli angefangen mit Fortnite. Was habe ich mir dabei gedacht? Ja, einfach mal ein paar Klicks machen, mach einfach in Fortnite mal ein paar Aufgaben und dann guck einfach mal, was dabei rumkommt. Ich muss dabei sagen, in kürzester Zeit habe ich halt schon gemerkt, dass allein mit Rette die Welt sich doch ein paar Leute für mich interessieren. Erstmal Gruß an die ganzen Leute, die von Anfang an dabei sind, wie zum Beispiel Dori. Dori ist zum Beispiel wirklich seit Anfang an bei Rettet die Welt dabei gewesen. Er wusste zwar immer ziemlich viel, beziehungsweise so ein bisschen besserwisserisch, aber alles in Ordnung. Und dann ging es halt los mit den Aufgaben. Habe ich mir einfach gedacht, komm, du machst eh jede Woche die Aufgaben, lad doch einfach Videos darüber hoch. Einfach immer gezeigt, wie ich die Aufgabe mache. Und auch da kam von euch immer nur positives Feedback zurück. So. Dann kamen wir irgendwann in die Richtung von den ersten 1000 Abonnenten. Da muss ich natürlich sagen, wie immer, ich muss jedem Einzelnen Danke sagen, allen 2776 Abonnenten, die wir gerade haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr wirklich das euch angetan habt und habt einmal auf Abonnieren gedrückt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Denn dadurch fing halt natürlich alles an. Wir haben die ersten 1000 Abonnenten gehabt. Dadurch kam der Creator-Code. Creator Code war ein bisschen hin und her wegen Gewinnspielen, weil ich euch, im Prinzip hatte ich beim Creator Code halt das Problem, dass ich Skins verlose. Epic hat aber gemeint, nein, das wollen wir nicht, also musste ich denen erklären, dass ich nicht von irgendwelchen Seiten irgendwas verlose, sondern wirklich immer nur über den Item Shop. Aber das Ganze hatte dann doch funktioniert, ihr wart ja auch live dabei, als ich das hin und her hatte. Und natürlich muss ich auch allen Danke sagen, die meinen Creator Code benutzen. Erstmal wie immer ein Danke. Dann natürlich auch die auch über den Creator Code einkaufen. Auch da Danke. So, damit habe ich das auch schon mal abgehakt. Dann natürlich auch muss ich denen danken, die jedes Mal in den Livestream reinkommen. Auch wenn es gerade ein bisschen langweilig ist oder ein bisschen angespannte Stimmung, die immer wieder reinkommen, sagen, hi, alles klar. Yep. Also auch denen danke, weil ich kann immer nur wieder sagen, alles ist Support. Jeder Kommentar von euch, jeder Like ist Support. Der eine will gern spenden, darf aber noch nicht. Kann ich alles vollkommen verstehen. Dann, ihr seht natürlich oben links, Jan W. Ich hoffe echt, du hast von deinen Eltern nicht irgendwie das Handy geklaut und hast dich eingeloggt und hast einfach mal 400 Euro rausgehauen in den 2 Tagen. Weil seitdem haben wir ihn leider nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ihm geht's trotzdem gut. Wenn du noch da bist, schreib mir einfach mal irgendwo in die Kommentare, ob es dir noch gut geht oder ob du Ärger bekommen hast oder was auch immer. Der Kanal besteht zwar noch, aber irgendwie, ich höre von ihm einfach nichts. Aber natürlich geht auch da ein fettes, fettes Danke raus. Aber natürlich auch zum Beispiel an Galaxy Brothers, der erst jetzt seit 2 Tagen dabei ist, schon Gruppen, also Kanalmitglied ist, was natürlich auch Geld kostet. Plus die einzelnen Spenden, auch da geht ein Gruß raus. Dann, wenn ich mir meinen Spind angucke, ich muss einfach mal reingucken. Wenn ich jetzt mal nur wirklich überlege, den Skin habe ich mir selber gekauft, selber gekauft, selber gekauft. Aber dann geht es schon ziemlich schnell los. Nämlich, warte, hier. Da muss ich natürlich Danke sagen an Till, Phantom. Ist zwar nicht mehr oft im Stream, guckt aber immer noch ab und zu mal rein, aber auch Gruß geht daraus. Dann natürlich Danke für den Crimpy. Dann Danke für Stillschweigen. Dann muss ich sagen, Danke für die Glühweinagentin. Danke für Manet und die anderen 3 Skins. Also wie gesagt, was ihr in Skins rausgehauen habt oder auch an Emotes. Es ist einfach zu krank, was ihr da raushaut. Leute, jetzt bin ich zu blöd, ein Emote zu finden. Das war es an der Stelle komplett. Hier sind wir bei den Emotes. Ihr seht ja, wie viele Emotes hier sind. Ich habe mir nicht einen selbst gekauft. Wie gesagt, vielen, vielen Dank auch dafür. Oder die mir die Musik gekauft haben. Und natürlich auch die, die meinen Creator Code benutzt haben. Oder auch Lackierungen waren etliche dabei. Also wie gesagt, ich kann nur jedem nochmal Danke sagen, die alle dieses Jahr dabei waren. Und ich wünsche euch einfach ein schönes neues Jahr
und hoffe halt einfach, dass ich euch trotzdem irgendwo immer wieder was zurückgeben konnte. Sei es bei Skin-Verlosungen, da muss ich gerade an Zeitloser Ghoul denken und wie sie alle heißen, dem ich halt einen Skin geschenkt habe, beziehungsweise die einen Skin gewonnen haben. Dann Custom Games, Coco, der wirklich alles abgeräumt hat. Beim ersten Custom Game Turnier quasi, beim zweiten auch richtig stark gespielt haben. Also wir haben schon ein paar Leute dabei, die richtig was drauf haben, die eigentlich auch locker in anderen Streams auftrumpfen könnten, die aber trotzdem bei mir sind. Natürlich gab es jetzt so kleine Streitereien am Ende, aber darüber sehe ich jetzt mal hinweg. Auch die, ich sag ja ganz ehrlich, die ersten Hater haben wir ja auch schon. Wenn ich zum Beispiel teilweise ein Video hochlade und der Hater ist schneller als alle anderen, habe ich direkt meine ersten 3 Dislikes. Gruß auch an dich, weil auch du hast dir mein Video anscheinend ganz kurz angeguckt und hast Support rausgehauen. Und auch an die kleinen Nörgler, die immer denken, ich ziehe ein Video extra in die Länge. Nein, ich will einfach immer wieder aktuell sein, was meinen eigenen Kanal betrifft. Und wenn ich halt 2 Minuten Leuten Danke sage, dann würde ich sagen, ist das so. Wenn ich den Leuten erklären will, wie die Custom Games funktionieren, dann ist das so. Auch da müsst ihr bitte ein bisschen Verständnis haben, was Werbung schalten betrifft. Mach es jetzt ganz einfach, ich lasse YouTube selber Werbung schalten. Wenn YouTube meint, sie sollen 3-mal Werbung reinschalten, dann schalten sie 3-mal Werbung rein. Es geht mir nicht darum, irgendwie groß Profit rauszuholen oder so, sondern quasi nur in Anführungszeichen, dass die Kosten gedeckt sind. Und trotzdem, insgesamt kann ich es euch sagen, zumindest mal was die Spenden betrifft, habe ich insgesamt nur von euch jetzt 460 Euro bekommen. Klar, 400 Euro sind allein von Jan, aber die anderen 60 Euro sind halt von vielen Einzelnen zusammen. Zum Beispiel Jorich, Cynox, Phantom Pro, Master 3.0, Resix, Phantom allein, Flexi, dann Wiki bei Falle. Dann Cynox nochmal, aber dann hat er verstanden, es macht Sinn, dass er nur mit einem Namen spendet. Dann jetzt kommen wir zum Superchat. Da danke auch an Knacks OG, der einfach reinkam, spendet 12 Euro und kam nie wieder. Auch danke an dich. Dann danke an Marius, Galaxy Brothers, Fortnite TV, Broken Lean, Tyler X, SL Gaming, Beratti und The 2-Day HD. Und jetzt kommen natürlich die 3 speziellen Leute. Ganz einfach, wir haben Kanalmitgliedschaft jetzt auch schon bekommen. Also im Prinzip, was das betrifft, haben wir jetzt alles bekommen. Wir haben Creator Code, wir haben die Einnahmen von YouTube, wir haben jetzt auch die Kanalmitgliedschaft. Da geht natürlich auch ein Gruß raus an Andreas, Phantom Pro und Galaxy Brothers. Das sind derzeit unsere einzigen 3 Kanalmitglieder. Wer natürlich da gerne noch dabei sein will, kann das natürlich gerne jetzt auch nachholen. Denkt dran, ihr bekommt die Emotes dazu. Ihr habt eine andere Farbe im Chat, aber ich denke mal, die meisten werden das wissen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben auch viele junge Zuschauer dabei. Habt da auch immer ein bisschen Respekt, aber natürlich auch denen danke. Und natürlich muss ich auch den Eltern danken, die immer wieder wahrscheinlich erlauben, ja, du kannst mit dem spielen, ja, du darfst den Stream gucken. Und die wahrscheinlich auch jetzt eventuell das Video mitgucken. Auch da geht ein Gruß raus. So, jetzt will ich euch nicht länger aufhalten. Euch viel Spaß bei Silvester. Und ich denke mal, wir sehen uns morgen am 1. schon wieder. Und in dem Sinne, haut rein.